Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Armored Warfare. Heute mit dem PT-76, ein russisches Fabrikat. Und wir werden mal in der Wüste starten. Oh, ist das geil. Ja, ich habe ganz kurz mal ausprobiert, wie der Panzer sich verhält. Und naja, nicht so mein Fall, dieses Teil. Wir sehen, auf der anderen Seite sind 1, 2, 4 Tier... Ja, wie ist ausgeglichen, ja. Es gibt paar Tier 3 Fahrzeuge, paar Tier 2 und Tier 4. Ne, 1, 2, 3 meine ich. Und wir werden einfach mal gucken, wie wir uns hier verhalten. Und wenn das, ja, zu kurz ist, das Video, dann hänge ich einfach noch ein Gefecht ran. Genau. Was man hier sieht, ja, es ist eine ganz normale Map. Irgendwo in... Ja, Nahen Osten, überall Ölanlagen. Wir werden uns mal an ein paar Fahrzeuge ranheften. Wir werden auf jeden Fall nicht so nah ins Gefecht gehen. Weil sonst sieht es wahrscheinlich alt aus mit dem Panzer hier. Oh, hier, M60. Oh ja, der macht ja schon mal ein bisschen den Weg frei. Den werden wir uns einfach mal anschließen. Ich hoffe mal, der wird es schon öfters gespielt haben. Es sind ja nur 4 Karten bis jetzt zur Auswahl. Und deswegen denke ich mal, können wir einfach mal hier so hinterherfahren, die Karte kennenlernen, etc. Naja. Ah. Oh, da sind schon feindliche Panzer. Wir fahren jetzt, sind 2 M60, die werde ich auf jeden Fall als Squad mal so hinterherfahren. Und der will jetzt hier runter. Der ist da hinten. Den folge ich einfach. Vielleicht kann ich ja so einen kleinen Abstauber machen. Da hinten ist er. Da hinten. Okay, die sind auf jeden Fall irgendwie eingekesselt. Jetzt könnte ich vielleicht da ein bisschen agieren. Das ist alles so weit weg. Ist mein Panzer? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Tier 1 Panzer. Ein kleiner. Den könnte ich durchaus wegeliminieren. Oh ne, sind gleich 2. Oh, da ist eine ganze Batterie da hinten. Oh. Ich weiche erstmal aus. Ich weiche erstmal aus. Da ist ein Tier 1 Panzer. Und den werde ich erstmal versuchen... auf der Seite zu beschießen. Ich hoffe, der kommt jetzt hier hinten rum. Ich hoffe, er kommt da. Da sind 2 Tier 1 Panzer. Die durften mir nicht so viel Ärger machen. So, so. Da hinten ist er. Oh, es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Normalerweise dürfte er keine Probleme haben, hier durchzufahren. Ein Treffer. Den werden wir jetzt uns jagen. Der fährt auch ein bisschen langsam. So, nachgeladen ist. Ich habe jetzt auch nicht die stärkste Munition am Start. Ich glaube, der hat den gleichen Panzer wie ich. Wir werden mal die Front jetzt ein bisschen drehen. Und da sind auf jeden Fall eine ganze Menge Panzer. Wir halten uns erstmal hier auf hinten auf dem Hügel. Der eine ist weg. Können wir hier irgendwo wirken? Da ist was. Ich stehe natürlich sehr ungünstig. Ich stehe sehr ungünstig. Ich habe einfach mal da reingeholzt. So, abwarten, 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 weil ich habe noch Munition nachgeladen.
So, jetzt können wir vielleicht die hinten im Rücken irgendwo reinschießen. Ich wurde erstmal irgendwo gesichtet. Aber von wo? Oh! Ausweichen. So, weg, 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 weg. Der braucht nämlich Ewigkeiten, um nachzuladen. Das ist. So, jetzt rücken wir wieder ein Stück nach vorne und gucken mal, ob der sich ein bisschen aus der Stellung rausbewegt. Aber ich glaube, der ist kaputt. Ah, was ist denn das eigentlich für ein Zeichen da oben? Ah, was schießt denn da jetzt? Ich muss weg. Ich muss auf jeden Fall erstmal ausweichen. So, nachgeladen ist. Aber wenn die mich jetzt angreifen, wir sind auf jeden Fall total im Nachteil. Bin erstmal froh, dass ich überhaupt so lange überlebt habe. Die werden mir dann bestimmt alle jagen. Die da hinten sind kaputt. Da sind hier drei Panzer da oben. Da brauche ich nichts machen. Da habe ich keine Chance. Hier hinten ist auch kaputt. Ah. Gut, da ist noch ein M60 von mir. So, da ist noch ein. Ah, der ist auch kaputt. Gut, alles klar. Ich rücke jetzt einfach mal hier weiter vorne vor. Ich wurde erst mal wieder gesichtet. Aber von wo? Und wir haben verloren. Überlebt habe ich. Aber warum wir jetzt verloren haben, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nichts drücken. Ja, vorhin ist mir auch das Spiel mal so ein bisschen abgeschissen. Dann werden wir jetzt gleich weitermachen. Wir gucken erstmal, was hat überhaupt mein Panzer so erledigt, ne? Eigentlich gar nicht. Dann gehen wir doch gleich zum nächsten Battle. 51 Players. Naja. Also ich muss ehrlich sagen, der Panzer gefällt mir auf dem ersten Eindruck noch gar nicht so. Ich denke, vielleicht, wenn da noch ein bisschen andere Munition am Start ist, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, einen stärkeren Motor. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr reißen. Aber so jetzt auf den ersten Blick ist da noch nicht so viel. Naja, wir gucken einfach mal. So, kommen wir jetzt? Ja, jetzt geht's los. Die Karte kennen wir ja schon. Und da sind erstmal mehrere Tier-1-Fahrzeuge am Start. Und vielleicht bringt es ja was. So. Ach. Wir warten auf Spieler, noch 30 Sekunden und dann. Denke ich mal, reicht es. Wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Jetzt wird gleich hier dieses BAM! Levolution. Schön rein eliminiert. Das gehört ja heutzutage dazu, dass man hier irgendwelche Events mit reinmacht. So. Ja. Starten wir. So. Wo werden wir jetzt langfahren? Ich schau mal, wo haben wir denn hier erfahrene Spieler, dass ich da einfach mal so hinterherkomme. Die vielleicht schon ein bisschen mehr gefahren sind. Naja, es sind nicht so viele. Es sind alles nur Tier 2 bis Tier 1. So, das Matchmaking, muss ich sagen, funktioniert. Da hinten fährt schon einer so lang. Wir fahren einfach mal auch da lang. Was hier dieser Punkt bedeuten soll, keine Ahnung. Hier dieser Kreis. Spawnen bedeutet es auf jeden Fall nicht. Oh, hier sind schon irgendwo Panzer.
gucken wir mal. Kann man da irgendwo schon was sichten? Ja, ist natürlich ein bisschen ungünstig hier alles. Da oben ist was. Ich denke mal, in die Stadt reinfahren mit dem Panzer ist, glaube ich, nicht das, was man sich vielleicht mit dem Panzer vorstellen sollte. Oh, 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 oh. Der hat auf jeden Fall ein bisschen zu tun hier. Ach so. Oh, 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 oh. Uns wollen sie von hinten irgendwie angreifen. Eieieiei. So, der schießt und schießt und schießt. Da ist noch ein Panzer von uns. Ich fahre jetzt einfach mal in das Gefecht rein. Vielleicht kann ich da irgendwas wirken. Oh, darüber geschossen. Los, lade, lade, lade. Lade, komm. Warum ist der jetzt weg? Und jetzt von... Von wo? Von wo? Ach nee, lass mich doch in Ruhe. Nicht von den M113. Es kann doch nicht Warzenschwein sein. Oh, der hat eine extrem lange Kanone. Das ist ja schon wieder heftig. So, wir werden mal ab zur Garage. Und holen uns jetzt einfach den M113. Ein Gefecht machen wir noch. Der ist jetzt sowieso noch in der Wartestellung. Wir machen Join the Match. Und gucken uns mal an. Mal sehen, ob der jetzt auch so eine lange Kanone hat. Vielleicht komme ich mit den Kleinen ja doch besser klar. Nee, der hat eine kürzere, möchte ich jetzt bald behaupten. Oder? Nee, da sieht es auch schon wieder lang aus. Naja, wir werden sehen, wo es jetzt hingeht. Einfach mal ein bisschen lernen. ins Spiel reinkommen. Und ja, da sind wir wieder auf der Karte. Mal sehen, Tier 3. Oh, oh, oh. Heftig. Ich glaube, da werde ich nicht viel Freude haben mit diesem kleinen Panzer. Eieieiei. Das sind ja alles so eine Obermufti-Sätze hier. Aber man muss sagen, es sind einige Spieler unterwegs. Das Join geht fantastisch schnell, muss ich sagen. Und die sind, ich bin am vorderster Front, ey. Das ist ja toll. Ich will mich eigentlich gerne bei den T-62 da irgendwo ein bisschen einreihen. So. So, wir gucken mal, wo die ganzen T-62 sind. Dann fahren wir nämlich den hinterher. So, sind da die russischen Modelle? So, da fahren sie. Und die gehen da schon echt rein ins Gefecht. Mit der kleinen Kanone können wir da auch einfach mal so ein bisschen reingehen. So. Wäre ich den hinten beide reingefahren. Ja, der ist halt flink, ne? Der ist wirklich flink wie so ein kleiner Wiesel. Hier schießen sie schon. Hier ist noch ein Panzer von uns, auch ein Tier 3 Fahrzeug. Der hat sich hier so ein bisschen in die Stellung verschanzt. Das ist ein Tier 2 Fahrzeug. Da werde ich erstmal wieder ausweichen. Und da irgendwo werde ich schon wieder gesichtet. Ach, die sehen mich überall. So, da ist noch ein großer Freund. Da sind zwei große Freunde mit den russischen Panzern. Ah. Ich glaube, ich fahre zu weit nach vorne, ne?
Dann bin ich gleich wieder kaputt. So, da ist auf jeden Fall irgendwo noch ein Tier 1 gewesen. Pass auf, da hinten ist der Kleine. So, mich haben sie gesichtet, mich haben sie gesichtet. Vorbeigeschossen. Und jetzt versuchen wir den da, den Tier 2 da einfach mal wegzufreckeln. Oh, da ist ein Tier 3! Oh, nein! Ich mache einen Fehler, ich mache einen Fehler. Ah, ich sage, ich mache einen Fehler. Mit meinem Heck. Ah. Bloß weg. Das Gute ist bei dem Panzer, er ist verdammt schnell. Was ist denn eigentlich E? Was bedeutet E, wenn ich E drücke? Ah. Also ich brauche jetzt wirklich nur einen kleinen Kratzer und dann bin ich weg vom Fenster. Und jetzt mache ich das alles hier selber noch kaputt hier. Ah, weil ich zu energisch da rangehen wollte. Der ist da hinten, da kann ich nichts machen. Da sind die großen Panzer. Ich bleib einfach mal hier in der Stellung hier stehen. Da sind sie alle. Ja, die merkt man schon. Die erfahrenen Spieler, die sind dann eher so ein bisschen vorsichtig. Und rücken nur in Stücke immer so vor. Ah, ich glaube, die ganzen. Ja, ein Tier, ein Panzer ist noch da. Und ich wurde schon wieder gesichtet. Ach, von wo? Ah, da kann ich nicht mit gegen so ein Tier 3 Panzer kann ich nichts machen, ne? Das ist. Der lacht da sich tot. Ah, vielleicht wird er ja durch den anderen Panzer ein bisschen abgelenkt. Hier, der ist kaputt. Oh, verdammt. Verdammt. Sind die anderen da auch kaputt da hinten, oder was? Ich folge den einfach jetzt mal. Und wenn das dann mein Verderben ist, dann ist das so. Ja, der ist kaputt. Ha, der mich beschossen hat. Ich lebe noch länger. Und wie gesagt, habe ich ja beim letzten Video oder beim ersten Video schon mal gesagt, wenn man halt mit seinem Panzer ein bisschen vorsichtig agiert, dann hat man auch nachher nicht so eine großen Reparaturkosten. So, der fährt da hinten lang. Ich denke mal, der will die irgendwie umfahren und die von hinten angreifen. Und diese Taktik werde ich jetzt auch mal anwenden. Lieber ein bisschen länger fahren. Der fährt ja eh ganz schön schnell. Und die Fahrmechanik ist eigentlich auch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Aber die haben halt noch eine ganze Menge Material am Start, ne? So, schauen wir mal. Und da ist der hinten schon vernichtet. Ja, wir haben die schon ein bisschen eingekesselt. Und hier ist der feindliche Bereich, den müssten wir einfach nur einnehmen. So wie es aussieht. So, wir gucken einfach mal hier durch. Ich fahre jetzt auch mal hier rein. Vielleicht gibt es da dann irgendwelche zusätzlichen Punkte oder so. So, wir fahren einfach mal hier rein. Jedenfalls wurde ich gesichtet. Ja, klar. Wenn wir das hier einnehmen, dann haben wir auch gewonnen.
Oh, der wurde vernichtet. Der wurde vernichtet von uns. Aber da hinten wird er schon mal attackiert. Die haben da ordentlich große Panzer. Aber vielleicht schaffe ich das. 24%. 25. Ah! Ja. War wohl doch nicht so. Wir gucken uns einfach mal noch schnell an, was die anderen so machen. Hier. Einen schönen M60 Panzer. Oh, herrlich. Ich freue mich eigentlich so, wenn ich mein Leo dann fahren kann. Oh. Schönes Ding. Oh. Was machen die denn da? Oh, hier geht's ja ab, hier geht's ja ab, ey. Der trifft nicht, ne? Na, merkt man schon die Nachladezeit, also ob das jetzt so optimal ist. Ja, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen. Ich gucke mir jetzt einfach mal, wie viele Punkte das eigentlich gemacht hat. Dolle war es von Maximus nicht, aber naja, was soll man noch machen bei dem Panzer? Da war halt nicht viel zu machen. Und ja, schauen wir mal. Also 725. Also ich habe jetzt 4000. Können wir ja gleich mal gucken, ob wir hier mit der Kuh irgendwas machen können. Also Kills nicht. Ich habe hier gespottet. Also es gibt dann quasi da auch Punkte und keine Ahnung, was das andere ist. Im Team. Also 58 Punkte habe ich gemacht. Also es ist nicht so doll gewesen, ne? Also drei Fahrzeuge habe ich gespottet. Dafür ist der Panzer auch eigentlich da, ne? Für Spotten. Und ich denke mal, als Tier 1 Fahrzeug vor so einem Tier 3, da bin ich doch eigentlich ganz gut, ne? So, wir werden nochmal schauen, ob wir hier irgendwas mit den Commander, mit dem Bonus etc. was machen können. Aha. Ach so, hier kann ich zwischen den Soldaten. Das ist ein Deutscher. So, was können wir hier machen? Hier kann ich noch nichts machen. Gehen wir mal auf Crew. Hier kann ich auch noch nichts machen. Hier kann ich den Namen wahrscheinlich ändern. Das wollen wir aber nicht. Hier sieht man die Levels. Hier dieser kleine gelbe Strich. Und dann kann man hier, denke ich mal, irgendwas aussuchen. So, Munition kann ich auch noch nichts anderes machen. Hier gibt es natürlich irgendwelche Perks. Das würde aber dann zu weitreichend sein, beim Feuerlöscher, wenn er brennt. Oder halt so ein Erste-Hilfe-Kit oder zum Reparieren. Ja, wenn man dann mit einem Team zusammenspielt, dann denke ich mal, macht das viel Sinn. Aber so jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht. Wir gucken mal, was bei dem Panzer ist. Achso, wir gehen jetzt mal in den Panzer rein. Schauen uns das hier auch nochmal an. Den Commander. Ja, der hat die Fähigkeiten. Hier geht noch gar nicht zum Auswählen. Die Kuh auch nicht. Level 1. Hier gibt es noch andere Munition. Aber da brauche ich wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Wir gucken einfach mal, ob wir hier irgendwann dann Upgrades ran machen können. Hier seht ihr schon die ganze Munition, neueren Motor, 23 Erfahrungspunkte. Wir haben jetzt einen stärkeren Motor genommen, ein ja, V6 Diesel. Ich hätte mal gucken können, wo hier vielleicht irgendwo steht, wie viel PS der denn hat. Ne? Also warte mal, also der 36 km/h, 36 km/h von 0 auf 32, 4, 14 und ja, der ist einfach nur in der Beschleunigung und der in Hochgeschwindigkeit ist der dann nicht so dolle, ne? So, ja, das, warte mal, die können wir jetzt auch noch machen. Da können wir die andere Munitionssorte. Wir haben noch 23 Erfahrung. Das ist wahrscheinlich, dass ich hier besser spotten kann. Kann ich das hier auch machen? Ja. Und hier andere Munition. Schön. Und hier sieht man den Fortschrittsbalken von dem Fahrzeug. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Kaufen wir uns. Ich glaube, es ändert sich auch hier hinten ein bisschen was. Ne? Jetzt beobachten. Ja. Gucken wir mal. So, haben wir den? Haben wir ja dann komplett getunt, den Wagen.
Ja, jetzt haben wir Munition ohne Ende. Jetzt gehen wir mal wieder zurück, Garage und schauen uns mal an, ob wir hier irgendwelche anderen Munition. Ja, jetzt können wir uns andere Munition holen, die ein bisschen mehr Bums hat. Aha, also die hat 116, 108. Wo sehe ich denn? 118, 2 mm. Die hat noch mehr. Und Damage 230. 220. Ich würde eigentlich die mal mitnehmen. Hier rein. Hier rein. Und jetzt muss ich mit den Schieberiegler, kann ich jetzt so sagen, wie viel Schuss von jeder Munition der mitnehmen soll. Hier ist 8 Schuss, so viel schieße ich ja auch nicht, ne? Also ich denke mal hier. So, jetzt habe ich die Munition. Jetzt gehen wir noch schnell zu den Wagen und gucken mal an. Da können wir bestimmt auch noch ein bisschen was upgraden. Hier auch noch andere Munition. Bessere Motor. Wie viel kann er dann? Schauen wir mal. Aha. Also die Geschwindigkeit bleibt gleich. Nur, ja, dass er ein bisschen mehr Schubrakete gibt. So, jetzt schauen wir nochmal, ob wir da irgendwie andere Munition noch mitnehmen können. Nee, Munition, andere ist da jetzt gar nichts zur Verfügung, ne, an dem Panzer. Naja, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Spiel. Und natürlich sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.